Servus, ich bin's wieder, euer Corona-Checker und ich präsentiere euch heute das super neueste PC-Spiel für alle Lebenslagen in diesen schlimmen Zeiten, und zwar Corona World. Lasst uns mal anfangen. Du erwachst nach deiner 18-Stunden-Schicht im Krankenhaus zu Hause. Du verspürst Hunger. Du öffnest den Kühlschrank, er ist leer. Du musst einkaufen gehen. Draußen ist Corona. Oh nein, du musst 1,5 Meter Abstand halten. Wirklich nur ein Spiel. Corona-Kranke Kinder töten im Auftrag von ARD und ZDF. Auf der Seite Play Corona World wird ein Spiel angeboten, in dem die Heldin, eine Krankenschwester, genervt von Corona-Regelkritikern auf dem Weg zum Supermarkt rücksichtslos die Kopftreterinnen gibt. Sogar Kinder werden hier zu Superspreadern, die vernichtet werden müssen. Mit folgenden Worten werden die Jüngsten dieser Gesellschaft, die sich das Spiel runterladen sollen, aufgestachelt. Schlüpfe in die Rolle einer Krankenschwester, die nach einem harten Arbeitstag einfach nur im Supermarkt einkaufen will. Aber Vorsicht, überall lauern Infektionsgefahren. Nimm dich in Acht vor Joggern, Partypeople, Preppern und hochansteckenden Kindern. Schlage zurück, indem du deine Gegner desinfizierst. Hast du das Zeug, um Corona ein für alle Mal zu besiegen? Kämpfe dich durch, eine Armee von Vollidioten und Virenschleudern. Mach sie platt. Jogger, Prepper, Partypeople, hochinfektiöse kleine Kinder. Angefeuert und bejubelt von Covid-Idioten. Das sind Leute, die glauben, dieses Virus würde uns alle dahinraffen. Macht sich die Heldin auf den Weg. Allerdings nicht, um Corona zu besiegen, sondern auch sogenannte Corona-Leugner. Das sind für die Linken diejenigen, die es wagen, die völlig überzogenen Maßnahmen der Bundesregierung zu kritisieren und platt zu machen. Nun wissen wir alle, dass Kinder durch Spiele am besten zu beeinflussen sind. Dass sie manchmal Spiel und Realität nicht auseinanderhalten können. Aber genau das scheint beabsichtigt zu sein. Und so ist dieses Spiel im Grunde genommen nicht anders zu bewerten, als die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Natürlich alles finanziert und gesponsert von eurem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da bleiben doch keine Fragen mehr offen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.